Hallo und herzlich willkommen zurück im Bowler und auch zum Tuning des Wagens. Denn in diesem Auto möchte ich heute ein paar Bonustafeln sammeln. Da fehlen ja noch ein paar im Spiel. Und die würde ich mir gerne natürlich alle holen, um maximalen Rabatt zu haben und auch den maximalen Einfluss. So, Umbauten. Wir könnten sogar einen Motor... bitte nicht vor 12, bitte nicht vor 12, bitte nicht vor 12. Okay, vor 10 geht schon mal, also vor 12 wahrscheinlich auch. Fuck! Und, boah, Racing V8. Ich weiß nicht, ob wir 634 kW brauchen. Also brauchen sowieso nicht. Die Frage stellt sich gar nicht. Ich bleibe den Professor. Ich würde eigentlich gar nicht wechseln. So, dann Forza-Lippe. Das sieht sogar okay aus. Aber der Spoiler, ich ahne Böses. Ja. Also, nein. 100% nein. Winterreifenmischung. Ja. Die Reifen sind natürlich dezent schmal bei dem Auto. Deswegen müssen die noch... Ach du Scheiße. 3,45er Reifen. Machen wir das? Also es sieht halt schon... Es ist absolut breit. Aber ich mache 3,25er. Sollte genug sein. So, Felgen gehen nicht größer, aber erstaunlicherweise auch nicht kleiner. Das wundert mich sogar tatsächlich ein wenig. Die Felgen selber kann ich eigentlich auch so lassen. Finde ich ziemlich gut. Warum auch immer denn meine Beschleunigung von 8,7 auf 6,4 geht. Es ergibt für mich absolut gar keinen Sinn. Ich den Wagen noch leichter mache. Ist schon auf Hotfedern drin? Hört der nicht, was ist denn da los? Bremsen. Ach, Bremsen braucht man nicht. So, Gewicht. Ja, ist gut. Alter, ist er doch so leicht? Wir könnten sogar auf unter 1,6 Tonnen gehen. Nee, das ist doch ein bisschen... Also, wo will der jetzt da noch so viel Gewicht rausschmeißen? Weil der Wagen ist schon kriegsgewichtsoptimiert. Ach, du meine Güte. 475 kW. Ist ja quasi nichts. Bin auch nicht so krass aufbauen. 499 kW. Das klingt doch mal gar nicht mal so verkehrt. Also mal mein Handy benutzen als Taschenrechner. 499 mal 1,36. Ja, schon mal ganz gut. Wir haben rund 678 PS. Ich denke, reicht gerade so. Wird schon wirklich knapp, also wir müssen uns echt Gedanken machen, weil wir sehr langsam sind. Aber ich denke, gerade so sollte es reichen. Auch unser übertrieben geringes Drehmoment. Das hochgelegt, Gewichtsverteilung ändern. Natürlich, Fabian. Der Wagen soll hecklastig ausgelegt sein. Okay, rund zu 3,7, 3,8 auf 100 wären das. Speed 280, die wir aber auch nicht brauchen werden. Vielleicht höchstens für Schilder, wo man springen muss. Das könnte ich auch mal wieder versuchen. Ich habe auch schon einige Schilder entdeckt, aber halt noch nicht geschafft. Erster Gang, das muss kurz und zum Anfahren. Dann schnell in den zweiten. Ja, 60 reicht doch. Also wenn wir jetzt immer so 260 schaffen mit dem sechsten Gang, reicht. Der muss da ja gar nicht. So. Wird doch mal Tuning im Schnelldurchlauf. Nicht wieder irgendwie 20 Minuten aufhalten. Weil denn nur 10 Minuten Schneller suchen ist doch ein bisschen langweilig. So. So, bam. Rest ist mir Wumpe. Aber bei den Farben möchte ich gerne nochmal gucken, ob es da noch serienmäßig was anderes gibt. Ja, weiß mit roten Streifen ist cool, aber okay, gibt es nicht. Vielleicht aber ein Design. Da wurden gerade mein hoher WC, den ich mir letztens gekauft habe, für 1 Million. Ja, Schnäppchen.
Ah, Silas. Ich glaube, ich downloade sogar einfach mal Silas. Also, wer nicht kennt, EE Trust EL. Dem habe ich schon öfters mal Videos gemacht. Ein Kumpel aus meiner Crew. Wo auch Keime drin ist. Also XXX, iBoss XXX oder Predator. Also Mark, EE Predator EL. Oder Lukas dabei, Robin und. Okay, wer noch? Gute Frage. Soll ich einfach mal Silas Design nehmen? Jetzt alle in die Kommentare schreiben, pray for Silas. Weil Silas ist eigentlich ganz cool hat, aber null Downloads, null Likes. Komm, Silas. Ich guck mir mal dein Design an. Wenn ich es cool finde, fahre ich es auch. Dann bist du auch heute Fame. Ist das ein Deal? Also dich alle in die Kommentare raum, pray for Silas. Guck mal auf Silas Kanal vorbei. Ihr macht zwar keine Videos, aber guck mal vorbei. Oh Gott. Das ist ein gutes Stück. Das Design hat er, glaube ich, schon in Ryzen 3 gemacht. Was da auch relativ erfolgreich war. Natürlich viel Werbung für Rockstar, aber ich finde es gut gemacht. Kommen Sie das. Natürlich Nummer 69. Welche sonst Sie das, ne? Lalalala. Ich gönn's dir heute mal. Du musst mir mal mindestens 50 Euro geben, Silas, ne? Weißt du Bescheid? So, dann switche ich mal. Ich habe leider nur einen Monitor. Das finde ich halt ein bisschen kacke, aber gut. Dann gehe ich mal von Elgato und OBS weg und wechsle mal auf Firefox. Da habe ich auch schon eine wunderschöne Karte geöffnet. Die, glaube ich, im Frühling erstellt wurde. Karte mit allen Bonusschildern. Ein Bonustafel. Nur die will ich angezeigt haben. Sind bitte vielleicht ein wenig schwer zu lesen auf der Karte. Das macht aber überhaupt gar nichts. So, ich. Oh, ist die Frage, wo ich anfange. Oh. Ich schon direkt mal sehe. Hier unten ist eine Karte. Fahre ich da hin? Komm, eigentlich schon, ne? Bei nächster Gelegenheit wenden. In 100 Metern links abbiegen. Okay, der Leistung. Baum. In 400 Metern rechts abbiegen. Haben wir jetzt auch mehr Ladedruck vielleicht? Oh! Das ist mein knapp 1,4 war mit dem Kompressor. Das ist schon sehr amtlich. Rechts abbiegen. Ist mit Turbo auch schon ganz gut, aber mit Kompressor 1,4 bar. Eieiei. Das ist übel. Ja, der war geschwimmt ein wenig. Ich denke jetzt gerade mal voll nach links und rechts. Ja. Ich denke ja so gar nicht. Und rechts ist Offroad-Fahrwerk. Ich meine, der Bowler hat sogar regelmäßig eine Straße zu lassen. Also eine britische auf jeden Fall, aber auch eine deutsche. Boah, das weiß ich nicht. Ich glaube sogar schon, dass der Wagen hier eine Straße zu lassen hat. Da sind wir auch gleich schon. Ich muss. Boah, der schwimmt, ey. In 400 Metern links abbiegen. Aber macht nichts. Wenn wir gleich wahrscheinlich auch brauchen. Muss ich eigentlich nur, oh Gott, dem Wasserlauf folgen? Kann man dazu Fluss sagen? Ja. Ein richtiger Fluss ist es jetzt eigentlich auch nicht. Kommen wir natürlich bei der Tiefe. Na gut. Und 130 Klamotten durchfahren. Kann man natürlich auch machen. Die Frage, wo das Schild ist. Ob er das auch beim Vorbeifahren direkt hier angezeigt wird. Ah! Du hast dein Ziel erreicht. Bam, Junge. 5000er. So. Jetzt fehlen also noch 34 Tafeln. Natürlich werde ich die heute alle nicht schaffen. Ja, das ist. Klar als klar. Ne, die Tafel mache ich nicht, weil die mir auf den Zünder geht. Die Tafel habe ich auch. Und die. Ich muss halt irgendwie ein Schema überlegen.
in welcher Reihenfolge ich das alles mache. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach weiter nach Weston. Hier ist auf jeden Fall eins, was ich noch nicht habe. Ich glaube, in Broadway oder Ashbrook, da habe ich jetzt alles. Das sieht ja alles schon mal ziemlich gut aus. Ich meine, viele fehlen ja auch nicht mehr. Den Großteil habe ich ja schon. Bei nächster Gelegenheit wenden. Doch, eigentlich gutes Design. Fällt mir so. Mit dem Rot so ein bisschen. Mag ich. Hast du gut gemacht, Silas. Jetzt hast du auch krassen Fame dann hier. Mach mal Videos, Silas. Das ist mir cool finden. Und auf seinem Kanal, er hat ein paar Videos gemacht. Auch teilweise ich habe für ihn Videos gemacht. Ich glaube, er hat irgendwie 6 Videos gemacht. Aber ich meine, er hat so 6, 7 Videos aus seinem Kanal hochgeladen. Davon habe ich 2 gemacht. Oder 3. Das war einfach ein Video, das war in Vorzeiten, glaube ich, ein Drift-Clip. Da war halt die Perspektive von meinem Auto. Habe ich halt ihm mit der Drohne gefilmt, wie er driftet. Einmal war er beim. Oh, wie heißt denn das? Wie war das auch? So ein Autotreffen, so ein Autofestival oder sowas? Teutoburger Wald oder sowas. Was ist das? Osnabrück oder irgendwie sowas an der Gegend. War wie so ein Festival. Oder so eine Autoshow. Da hat er halt mit seinem Handy ganz viele Autos gefilmt, wie sie da halt fahren. Ich hätte auch so ein Video gemacht. Du hast dein Ziel erreicht. So, wo ist denn hier die Einfahrt nach unten? Die offensichtlich schon, weil wir müssen hier ungefähr hin. Also eigentlich da, wo die Straße endet, müssen wir eigentlich nur weiterfahren. Ah, hier ist der Weg sogar. So. Das ist ein Stück auch wieder 5000, Alter. Das kann man aber schon finden, finde ich. Also das ist nicht so krass versteckt. Da waren es nur noch 33 Tafeln. Ich hoffe, ich kann zählen. Wenn ich wäre es ein bisschen peinlich, weil man meinen Beruf. Wenn man da nicht zählen kann. Ich muss nochmal ganz kurz auf die Aufnahme gucken. Und auf die Aufnahmen. Die auch alle noch wie gewünscht laufen. Ja, das tun sie. Ich nehme mal mit meiner Elgato auf und noch mit OBS. Ich habe immer 2 Aufnahmen am Laufen und in der Nähe ist aber noch ein Schild. Bei nächster Gelegenheit wenden. So. Ich kann ja vielleicht mal die Karte in der Beschreibung verlinken, die ich hier benutzt habe. Hier muss irgendwie was sein. Hier also mitten auf dem Ver. Ah! Du hast dein Ziel erreicht. Na gut, Schnellreisetafel. Fehlen auch nicht viele, nur noch 7 Stück. Vielleicht verlinke ich die Beschreibung an der Karte, genau. Verwendest du den 2019? Ja, vielleicht packe ich die Karte auch in die Beschreibung, weil sie die auch mal haben wollt. Wenn sowieso gibt es natürlich einfach bei Google hier, bei Google eingeben, Forza Horizon 4 Bonusboards oder Bonustafeln, da gibt es genug Karten für. Aber da brauche ich keine Gedanken machen, wenn das alles nicht auf Anhieb findet. Was auch keiner machen muss. Ich meine, aber einer muss ja anfangen, die Dinger zu finden. Sonst ist es schlecht. Beim Festival fehlt uns noch eine. Das gibt's doch nicht. Sonst hier weiter unten im Bereich müsste ich eigentlich zumindest einige entdeckt haben. Ja, ja, ja. Dabei fehlen auch noch einige. Also, die 2 sogar relativ nah an der Straße müsste noch eins sein. Vielleicht da mal hin. Wir müssen auch Rückgang fahren. Geht vielleicht schneller. Vielleicht auch nicht. Oh. Einfach überall durchfahren. Ja, das gut, dann kann es die Frage. Ja.
Wenn man gerade davon redet, wie lange ich unfallfrei fahren kann, beim anderen Unfall. Das ist jedes Mal so. Vielleicht ist es manchmal besser, einfach nur sein Maul zu halten. Ah! Ich bin ausgewichen. Bremsen. Alles safe. Ich packe das schon, dass es gerade sehr dunkel ist. Macht jetzt zum Schilder suchen optimal. Bisschen die Schilder müssen irgendwie so leuchten. Wie war das nicht in The Crew 2 so? Wow. Da gab es noch diese Live-Belohnung. Hieß die, glaube ich. In der Welt. Und die man nachts gesehen, weil die halt geleuchtet haben. Man hat so geblinkt. Also das ging, das war in Ordnung, die zu suchen. So, sonst habe ich hier soweit alle Schildchen gesammelt. Ich glaube, ich gucke nach Ambleside. Da gibt es drei Schilder in der Stadt. Genau, das eine da oben. Das habe ich auch. Okay, dann geht es zum Festival. Und zwar hier oben. Ungefähr. Ich liebe einfach Kompressor-Motoren. Im Spielen. Ich bin, glaube ich, in echt noch kein Auto mit Kompressor gefahren, aber würde ich mal gerne. Wenn man irgendwie so ein Massaker oder so. So schön V8. Als ich ein Sportwagen so. Schön dicker V8-Motor mit Kompressor. Natürlich V8 so langweilig wäre. Wenn man es kann, ne? Warum nicht? Also beim Hellcat so. Der Challenger Hellcat könnte seine 700 irgendwas PS auch ohne Turbo erreichen. Das geht. Eine Liter Leistung. Sowas gibt es. Also kann mit 6,2 Litern definitiv 717 PS machen. Mit Ferrari schafft er 6,3 Litern 800 PS. Also es wäre definitiv in irgendeiner Form möglich. Weil wenn man natürlich einen Kompressor haben kann und dann fast 900 Newtonmeter Drehmoment, da sage ich natürlich auch nicht nein. Rechts abbiegen. Mach ich. In Anfolge 88 rechts abbiegen, ne? Ist Bescheid. Und hier du links muss das Schild irgendwo sich verstecken. Jetzt noch einen Witz mit Verstecken bringen, aber ich lasse es lieber. Den kennt ihr sicherlich auch. Ey! Wo ist mein Schild jetzt? Ah. Ja. Eine neue Mietwohnung ist hier. Ja, nagelneu. Jetzt kaufen. Nur 300.000 Euro. Schlagen Sie jetzt zu. Den nächsten Witz spare ich mir jetzt auch, weil der könnte doch sehr unter die Gürtellinie gehen mit Schlag zu. Das wäre auf jeden Fall sehr gewalttätig. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich mache darüber halt gerne Witze. Ich mache auch gerne über Ausländerwitze und über alle möglichen Personengruppen. Aber natürlich nicht ernst gemeint. Wenn ich jetzt sagen würde, irgendwie, ich liebe Hitler, ich hasse Ausländer, das ist nicht ernst gemeint. Wenn ich Witze mache und quasi mich negativ über irgendwelche Personengruppen äußere, das ist meistens nicht ernst gemeint. Kann vielleicht so rüberkommen, aber ich kann euch entwarnen, ich bin nicht gemein. Und vor allem bin ich in echt nicht gemein. Außer zu Kai. Der darf das. Oder ich darf das. So, dann hier natürlich im Skiverbruch, da gibt es Schilder, von denen ich bereits alle habe. Dann gehen wir mal weiter. Hier fehlt ein Schild an der Ecke. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 200 Metern rechts abbiegen. Das kommt auch noch her, am Ende der Folge. Rechts abbiegen. Mariana. Rechts abbiegen.
Naja. Zu wenig Leistung, ganz einfach. Untermotorisiert. Ja. Besetzung reicht völlig aus. Und damit halt schnell fahren zu können. Wenn sogar, ich hätte mir mal ursprünglich das Ziel gesetzt, bis Folge 100 alle Schilder zu sammeln. Werde ich vielleicht noch schaffen. Ich weiß noch nicht, ob ich dann noch wirklich alle Schilder im Let's Play selber sammle. Oder ob ich so jetzt zwischendurch vielleicht noch mal 10 Schilder einfach so sammle. Ohne Aufnahme. Das kann sein. Aber wenn ich mein Ziel steht, bis Folge 100, werde ich alle Schilder haben. Alle 200. Auf der Hauptmap. Fortune Island habe ich ja schon alle Schilder. Ist ja auch nicht so das Problem, da alle zu holen. Ich werde auch noch alle PS jetzt auf 3 Sterne bringen. Alle Horizon Stories auf 3 Sterne. So, weil es halt immer schwieriger wird, einmal mehr Horizon Stories ins Spiel kommen. Links abbiegen. Aber die Einfluss wieder erhöht, glaube ich. 200 Metern rechts abbiegen. Ich habe jetzt, glaube ich, auch den Laracer, habe ich jetzt, glaube ich, auch auf 3 Sterne. Alles. Jetzt müsste noch fehlen. Durch ich British Racing Green, das heißt Taxi fehlt auf 3 Sterne. Und was noch? Das Schild. Ja. Was ist denn das andere noch? Ich weiß jetzt den Namen gerade nicht. Ich gucke das mal ganz kurz nach. Dann machen wir. Nein, ups, das war eigentlich falsch. Stories und Geschäfte will ich anmachen. Bonustafeln. Da. Also, Stuntfahrer auf 3 Sterne. Es fehlt jetzt noch British Racing Green. Bei Racer habe ich auf 3 Sterne. Ischers Taxen natürlich. Okay, der Rest ist sogar auf 3 Sterne. Na, sehr gut. Also nochmal bei British Racing Green nochmal ein paar Sachen versuchen. Und bei Ischers Taxi ist gar nicht mehr so viel zu machen. Das geht eigentlich. Dann natürlich die PR-Stunts alle auf 3 Sterne. Ist eigentlich wieder falsch, Fabian. Also, ich komme schon ganz gut voran, denke ich mal. Und ich lasse mir auch Zeit, ich will jetzt nicht das Spiel nicht durchwaschen, das bringt für mich nichts. Da habe ich nichts von. Oder zumindest meine Ansicht. Also, ich bin generell kein Mensch, der Spiele wie möglichst schnell durchspielen will. Ist doch verlangweilig eigentlich. Ich will auch lieber mehr Spaß mit dem Spiel haben. Oder länger Spaß. Mark. Sorry, Marc, aber Marc ist halt wirklich einer, der Spiele ziemlich schnell durchspielt. Ob das gut oder schlecht ist, muss ich dafür sich selber wissen. Einige finden es gut, ich bin kein Freund davon, Spiele sehr schnell durchzuspielen. Was man auch so vielleicht so an Horizon 4 merken könnte, dass ich da nicht gerade der Schnellste bin. Guck mal ein bisschen höher. Ich glaube so. Also meine Map ist von Reddit übrigens. Link packe ich, denke ich, mal in die Beschreibung. Wenn ich es nicht gerade vergesse. Weil halt zwischen Aufnahme und Veröffentlichung liegt meistens ein bisschen was. Ist nicht alles hier am gleichen Tag. Da habe ich auch die Schilder. Okay, sogar das Schild habe ich schon. Aber es fehlt noch eins, was sich ungefähr hier an der Straße befindet. Also es wäre so ungefähr hier in der Mitte. Ist das weit? Ich pop mich mal hin. Ist auch ein bisschen mehr heute schaffe. Dass man gerne Zeit mehr spielen. Weil meine Spiele halt auch sehr geil sind und ich da sehr viel Spaß mit habe. Ist auch, finde ich, ein besseres Spielerlebnis. Früher habe ich die Spiele teilweise wirklich ziemlich schnell durchgespielt. Ich weiß noch, Horizon 1 hatte ich, glaube ich, auch noch nach einer Woche durchgespielt. Das war halt auch eine andere Zeit. Also das kann man schlecht mit heute vergleichen. Ich mache die Größe von Spielen. Bei Horizon 1 komplett durchzuspielen, ist wahrscheinlich ein bisschen leichter als jetzt Red Dead Redemption 2 durchzuspielen. Für komplett habe ich es nicht durchgespielt, weil ich habe jetzt nicht alle Tiere gejagt zum Beispiel. Ich glaube, Red Dead, das, ich habe, glaube ich, 90% oder 95% das Spiel durchgespielt. Also soweit bin ich dann doch schon. Wo ist das Schild? War das hier sogar in der Ecke?
würde ich mal gerne hier rechts irgendwo hochfahren. Okay, darf ich anscheinend nicht. Das ist Licht hier mehr oben. Ich glaube, dann hier ist halt Spielgrenze, Mapgrenze. So, Schädchen, wo bist du? Ein cooler Weg hier. Kenn ich auch noch gar nicht. Den bin ich noch nie lang gefahren. Achso, da ist es ja schon. Aber auch ich entdecke immer wieder neue Sachen ins Spiel. Das ist doch das Schöne daran. Über solche kleinen Dinge kann man sich halt auch freuen. Ich bin da wirklich vorbeigefahren. Oh mein Gott. War ich dem? So. Dann das nächste Schild. Ich glaube, so viel machen wir heute gar nicht mehr. Ich muss ab und zu mal auf die Zeit gucken. Okay, 27 Minuten auf meine Aufnahme. Also die Folge so 26, 25 Minuten. Und das ist auch gleich um 12, also wahrscheinlich so langsam auch Essenszeit. Ich habe schon wirklich eine gute Anzahl an Schildern schon entdeckt. Das kann ich definitiv sagen. Ich habe schon ziemlich viele gefunden. Aber eben leider noch nicht alle. Wie zum Beispiel an dieser Stelle fehlt mein Schild. Ich brauche nicht mal hin. Scheiße, auf das Geld kann ich sowieso scheißen, ganz ehrlich. Auf die paar tausend. I don't give a fuck. Das ist wahrscheinlich, ne? Gut, Haus in Anführungszeichen. Ja. Meine Drittwohnung. Ein wunderschönes Exemplar. Wenn sie jetzt kaufen. Mit einem unschlagbaren Preis von 230.000 Euro. Link in der Beschreibung. Also natürlich Spaß. So, jetzt wird es langsam etwas unübersichtlich. Wo ist die Straße? Da. Da ist auf jeden Fall ein Schildchen versteckt. Also hier. Und das Schild würde ich sagen, mache ich noch und dann ist. Und dann die Wheels mit noch und dann ist Feierabend für heute. Stil. 400 Metern scharf links abbiegen. So, wo ist denn der? Wir müssen hier, ne? Ach da. Bei nächster Gelegenheit wenden. Route wird neu berechnet. Ja, Anna, alles gut. In 100 Metern rechts abbiegen. Bei Anna, ich weiß nicht, wo ich lang war. Ausnahmsweise. Was es gut gehen kann. Oh Gott. Wald ist nicht gut. Natürlich den erstbesten Baum geküsst. Wie soll das auch anders sein? So, bin ich ganz so schnell. 400 Metern links abbiegen. Guten Tag, Schildchen. Da sehe ich's doch. Ihr habt nichts gesehen. So, jetzt fehlen noch 26 Schilder. Also wie viele Schilder habe ich heute geschafft? Keine Ahnung. Ich habe nicht mehr gezählt. Ist aber auch egal. Ich habe erstmal drei Wheelspins. Noch irgendwas? Nee. Die zwei Wheels müssen ja morgen am Sonntag kommen. Gucken, ob ich die auch noch zeige. Oder die mal aufspare. Irgendwie so in 10 Wochen aufspare. Habe ich den 20 Super Wheels Spins. Und dann AMG GTS. Nice. Nehme ich gerne. Dann noch ein Chevrolet Impala Supersport 409. Oh, Fahrzeugton. Geil. Pünktlich fertig mit der Folge. Und noch ein Auto? Ja, nochmal ein Jaguar XFAS hinterherhauen. Ja,
mit 3 Retwins 3 Autos gewonnen. Ich denke mal, das kann man gerade so machen. So. Genau, folgende gepasst. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht morgen 18 Uhr. Also, tschüss!